Startet dein Samsung Galaxy nicht mehr nach einem Update oder nach einer Custom-ROM-Installation? Hängt dein Galaxy in einer Endlosschleife und bootet immer wieder neu? Hast du einen Softbrick, zu sehen an diesem Symbol auf dem Display? Okay, dann dein Galaxy ausschalten und einfach den Download-Repair-Stecker einsetzen. Das ist fantastisch, dein Galaxy startet wieder jetzt im Download-Modus. Jetzt den Download-Repair-Stecker einfach entfernen und nun mit Odin dein Galaxy wiederherstellen. Yippie, es läuft wieder. Gib dein Leben wieder einen Sinn. Im Download-Repair-Portal findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wiederherstellen. Stellt dich das gelbe Warndreieck. Willst du dein Galaxy zur Garantie einsenden? Willst du den Custom Binary Counter löschen, damit es wieder wie fabrikneu aussieht und du es zur Garantie einsenden kannst? Wie lösche ich den Counter denn jetzt? Ganz einfach. Dein Samsung Galaxy dazu ausschalten und den Download-Repair-Stecker einsetzen. So, schon ist der Counter gelöscht. Und das Warndreieck entfernt. Für Android 2.3.6 und Ice Cream Sunset 4.0 oder höher den Counter-Patch bitte vorher installieren. Diesen findest du auf unserem Portal mit einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Kinderleicht. Wie teste ich hier, ob ich einen Fullbrick-Totalschaden habe? Kein Problem. Auf unserem Portal findest du eine kinderleichte Anleitung dazu. Versetze dein Galaxy wieder in den Originalzustand. Belebe es wieder. Und entferne das gelbe Warndreieck. Und setze den Counter wieder zurück auf 0. Installiere die Android-Firmware, die du willst, und versetze dein Galaxy jederzeit wieder in den Originalzustand. Mit dem Download-Repair-Stecker und Odin kannst du jede Firmware installieren, egal ob alt oder neu. Rette dein Galaxy jetzt!